Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate The Enhanced Edition. Wir stehen hier in den Ruinen von Ulcaster. Ja, und wie man womöglich an der Geräuschkulisse schon hört, ich komme mal wieder nicht dazu, abends aufzunehmen, sondern muss jetzt hier wieder mittags aufnehmen, was heißt, dass man meine Vögel als kräftige Co-Kommentatoren mal wieder hört. Ich hoffe, das ist kein allzu großes Problem. Oh mein Gott, Schreckenswölfe. Die Rasat einmal direkt umbringen, weil Rasat echt gar nichts kann. Rasat, lauf. Lauf und tu so, als wärst du nützlich. Ja. Rasat, renn noch mal weiter weg. Nira! Renn doch bitte mal weg. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kriege ich das bei Angosch aus, dass er automatisch heilt? Weil es geht mir nämlich tierisch auf den Sack, dass er andauernd die mittelschweren Mundheildinger nimmt. Auch wenn ich die gar nicht nehmen will. Das ist immer ein bisschen doof. Natürlich meint mein Kanari jetzt hier singen zu müssen, bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Aber ansonsten, ja. Okay, jetzt legt aber hier richtig los. Das ist Problem ist nur, ansonsten kriege ich die Folge hier nicht mehr rechtzeitig hoch. Das ist echt, Ach komm, also so langsam will er mich ja verarschen. Also singt die ganze Zeit nicht. Dann setzt man sich einmal wieder an der Aufnahme. Da will er da wieder seinen ganzen Senf dabei tun. Ist klar. Ist klar. Der weiß genau, dass er jetzt Publikum hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Finden wir eigentlich auch noch irgendwas Interessantes? Kann man da nicht her? Achso, nee, da ist das zu Ende. Ich dachte, das sah so aus, als wäre da so ein kleiner Durchgang, aber ich habe wohl scheinbar nur einen Knick in der Optik. Okay, was liegt da? Eine Falle. Erstmal nochmal hier alle ausgewählt. Wie mache ich das nochmal? So. Und stopp. Und Immon entschärft die Falle. Ja. 40 Abenteuerpunkte. Oder Erfahrungspunkte, wie sie hier heißen. Nehme ich doch mit. Okay, wieder ein Tränkchen, was hier rumliegt. Ein Schreckenswölfchen. Oh, ein Heiltrank. Dein Absorptionstrank. Heiltrank. Packen dir einen Gürtel und... den Absorptionstrank kannst du dir auch an den Gürtel hängen. Was habe ich da? Trank des Feuerodems. Alles klar. So. Haut mal den Vampirwolf um. Warte, Vampirwolf. Magische Waffen. Profile plus 1. Ich weiß gerade gar nicht. Dornschwert. Ist das magisch? Ich glaube ja. Wenn wir ja gleich sehen. So, die habe ich die Wurfpfeilchen gegeben. Du, komm. Nimm mal deine Feuerpfeile. Da hast du auch 10.000 von. Du. Dir könnte ich auch von Rasat noch magische Wurfpfeile geben. Wurfpfeile plus 1. Vielen, bitteschön. Und Mira kann ihre 5 Kugeln plus 1 benutzen. Sehr schön. So, Pause aus. So, Dorn verursacht Schaden, also ist der, die Waffe magisch. 2000 Erfahrung für das Ding. Sehr schön. So, weißt du was? Lass die einfach ausgerüstet.
Du kannst wieder die normalen Wurfpfeile nehmen. Und du auch wieder die normalen Schleuderkugeln. Oh, nicht zu vergessen, normale Pfeile. Ich höre zu. Zack. Fürs Erste. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Ah, da kann man was rausnehmen. Aus diesem großen Leichenberg oder was das zu sein scheint. Das hat mich jetzt durchaus ein wenig erschreckt. Heiltrank, Brandöl. Gegengift kann man mitnehmen. Trank der Hügelriesenstärke. Dann ist das Inventar auch voll. Hier, gib dir mal Rassat aus keinem spezifischen Grund. Den gib mal Eastlife. Eastlife, ich sag andauernd Eastlife. Heißt Angosch und nicht Eastlife. So, Gegengift, genau. So, ansonsten, was hatten wir noch? Ein paar magische Pfeile. Ulcaster staubiges Geschichtsbuch. Das können wir doch tatsächlich mal lesen. Erstmal Pfeile für Immerun. Säurepfeilchen und Eispfeile. Dorn, pack mal das Büchlein aus und dann lesen wir mal Ulcaster staubiges Geschichtsbuch. Die Geschichte der Schwestern von Licht und Dunkelheit. Dies war die Geburtsstunde der Welt und der Himmel. Nachdem fürs Ao die Sphäre der Reiche geschaffen hatte, gab es eine Periode des zeitlosen Nichts. Eines nebligen Schattenreiches vor der Trennung zwischen Licht und Dunkel. In diesem trüben Durcheinander bewegten sich 13 Schattenfürsten, die Shadevari, von denen niemand sagen kann, ob sie aus einer anderen Welt stammen oder Kinder des Schattens selbst sind. Schließlich entwickelte sich die Ursprungssubstanz in zwei schöne Zwillingsgöttinnen, die ein Herz und eine Seele waren. Die zweigesichtige Göttin schuf den Himmelskörper, schuf die Himmelskörper der Glaskugel und flößte ihn Leben ein, wodurch die Erdenmutter Shauntea entstand. Shauntea hat zwar inzwischen ihre Substanz auf Aberthoriel beschränkt, am Anfang verkörperte sie jedoch alle Materie in Sphäre der Reiche. Dieses neue Universum wurde vom Gesicht der silberhaarigen Göttin Selune erhellt, da ist ja hier Rassat-Anhänger von, und vom rahmschwarzen Haar der Göttin Schar verdunkelt, aber es gab in ihm keine Wärme und kein Feuer. Shauntea bat um Wärme, damit sie Leben und Lebewesen auf dem Planeten unterhalten konnte, die ihren Körper und ihre Glieder bildeten. Und die beiden Schwestern, die eins waren, waren zum ersten Mal unterschiedlicher Meinung. Die silberhaarige Selune stritt sich mit ihrer dunkelhaarigen Schwester darum, ob weiteres Leben in die Welt gebracht werden sollte. Bei dem entstehenden Götterfeuer wurden unter anderem die Götter des Krieges, der Krankheit, des Mordes und des Todes aus den Überresten der göttlichen Schlacht geschaffen. Zu einem Zeitpunkt während der Schlacht nutzte Selune ihren Vorteil und griff unter Überwindung von Zeit und Raum nach einem Land des ewigen Feuers. Sie kämpfte gegen den Schmerz, verursacht durch die sie schwer verbrennenden Flammen, und löste ein Bruchstück dieser ewigen Flammen, mit dem sie einen der Himmelskörper entzündete, damit er am Himmel brannte und Shauntea wärmte. Zornig verdoppelte Shar die Kraft ihrer Angriffe auf ihre verletzte Zwillingsschwester und fing an, sämtliches Licht und alle Hitze aus der Glaskugel zu saugen. Erneut opferte sich Selune selbst und riss die göttliche Zaubersubstanz aus ihrem Körper. Sie schleuderte sie verzweifelt auf ihre Schwester, um das Leben in der Kugel zu bewahren, wobei sie sich fast selbst durch die spirituellen Verletzungen ihrer göttlichen Zauberkräfte tötete. Riss sie von ihr los und bildete daraus... Was? Wobei sie sich tötete, riss sie von ihr los und bildete daraus die Göttin der Magie, die heute Mystra genannt wird. Mystra ist doch tot. Ich weiß nicht mehr. Oh, ich habe so lange nichts mehr mit Dungeons & Dragons zu tun gehabt. Müsste ich nochmal nachlesen. Damals jedoch den Namen Mystriel trug. Obwohl Mystriel sowohl aus der Magie des Lichts als auch der Magie der Dunkelheit gebildet wurde, gab sie anfangs ihrer ersten Mutter Selune den Vorzug, wodurch die silberne Göttin einen unruhigen Waffenstillstand mit ihrer mächtigeren, dunklen Zwillingsschwester eingehen konnte. Von der Schmach der Niederlage zerfressen schwor Schad ewige Rache. Die Zwillingsgöttinnen bekämpften einander über Äonen hinweg,
während das Leben auf Toril und den anderen Planeten unter Shauteas wachsamem Auge begann. Shars Macht blieb über die Jahre hinweg gleich, sie war jedoch einsam und verbittert. Die Macht von Selune dagegen nahm zu und wieder ab, und sie bezog ihre Kräfte oft von den mit ihr verbündeten Töchtern und Söhnen sowie gleichgesinnten Gottheiten. Der Zeit erstarkte Shar erneut mit der Hilfe der Shadevari, die die Nacht im gleißenden Licht vorzogen und in den Reich danach trachteten. Licht und Dunkel wieder zu einem schattigen Durcheinander zu verschmelzen. Der Plan von Shar, die Welt nach ihren Wünschen umzugestalten, wurde zunichte gemacht. Als Azuth, TH ist ja immer schwer für Deutsche, ne? Der Hohe, der früher der mächtigste aller Zauberwirker unter den Sterblichen und nun ein Verbündeter von Mystra, der wiedergeborene Nachfolgerin von Mystriel war, eine Möglichkeit fand, die Shadevari in einen taschengroßen Glaskugel hinter dem Weltenende einzusperren, indem er die Illusion eines Schattenreiches schuf. Die Schattenfürstin wurde dadurch angezogen. Bevor sie den Trick entdeckte, sperrte Azuth die Shadevari mit den Schattensternen ein, einem von Gond geformten Schlüssel aus dem Schatten. Der Hohe schleuderte den Schlüssel dann in die endlosen Weiten des Kosmos, wodurch das Leben in Shauteas liebenden Händen weiter wachsen und gedeihen konnte. Interessant. Dachte, es geht um die Geschichte von Ulcaster selbst. Gib mal Belos das Buch, vielleicht interessiert er sich ja ein bisschen dafür. Vielleicht kann er ja noch ein bisschen drin schmökern. Versucht, Schritt zu halten. Entdeckt er ja noch irgendwas Interessantes. So, wenn ich jetzt nicht vollkommen Banane bin, was natürlich sein kann, sind wir, glaube ich, durch. Sei denn, man kommt da doch noch irgendwie hin. Also ich konnte da jetzt hinklicken. Doch, das ist tatsächlich ein Zwischendurchgang. Mist. Hatte nicht gespeichert. Oh nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wisst ihr was? Da ich keinen Bock habe, neu zu laden, werde ich jetzt tatsächlich zum Tempel gehen, um Rastat wieder zu beleben. Bin ich nicht nett? Mondlichtstiefel. Das ultimative Kompendium, ja. Wer hat noch Platz? Du hast noch Platz. Wie kann ich helfen? Ich werde das mal mit. Trank der Hügelriesenstärke. Kann er mitnehmen. Ja, etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Wo, wie ihr wollt. Weiß gar nicht, wovon sie jetzt redet. Denn ich verschwinde jetzt. Na, hör auf, nach Fallen zu suchen. So, was ist das eigentlich? Kauspielzeug. Ja, Gepäck ist voll. Ach, ist das gerade nervig. Warum nochmal muss Rastat jetzt umkippen? Was wollt ihr denn? Trank der Steinform. Was ist es diesmal? Rette mal den magischen Wurffall. Ansonsten hast du hier das Kauspielzeug. Gepäck voll. Recht, ich höre zu. So, es muss jetzt reichen. Vielleicht hätte ich einfach speichern sollen, ich Idiot. Naja, gehen wir raus und zum Tempel und beleben Rastat dann einfach mal wieder. Ach, wie müssen wir den auch einfach aus der Gruppe kicken? Aber ich habe gesagt, ich spiele jetzt mit den Enhanced-Charakteren durch und dann mache ich das auch. Ich weiß, ich kann einfach nicht mit dem umgehen. Der ist bestimmt eigentlich richtig gut, aber irgendwie, weiß nicht, ich finde irgendwie keinen Weg, den wirklich effektiv einzusetzen. Da hätte ich dann doch lieber noch irgendwie Kivan oder sonst wen, den wir hier gefunden hatten, noch. Es soll so. Weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Ja,
Ach, Dorn, ich will mich nicht andauernd wiederholen, deswegen sag ich jetzt mal nichts dazu. Den Rest hier erkunden wir gleich dann wieder, wenn wir da sind wieder. So, einmal zum Tempel, bitte. Dauert ja nur 8 Stunden. Habe ich das hier unten nie erkundet? Hole ich dann mal nach, wenn ich Rasat wieder habe. Ist ja lustig, warum habe ich das denn hier erkundet? Kann ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Ich glaube, weil jetzt hier... Hast du mich erschreckt? Wer bist du denn? Ashen. Ich werde nicht unhöflich sein, aber würdet ihr bitte etwas von mir fernbleiben? Bei allen Göttern, am nächsten 10. Tag werde ich wieder nach Tiefwasser zurückkehren. Was findet ihr an der Schwertküste denn so unangenehm? Das ärgert mich nicht. Ihr erscheint eine absolut dicke Luft von der vielen schweren Arbeit. Wenn das Land in so einem Zustand ist, weil die meisten Bergleute keine Arbeit haben, könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie es hier aussieht, wenn es richtig gut läuft. Ich muss einfach hier weg. Wenn die Räuber nicht wären, würde ich mit der ersten Karawane die Stadt verlassen. Verfluchter Handel. Vater muss mir den Tod wünschen, dass er mir das antut. Bleibt mir fern, ich brauche Luft. Ja, gerne. Kein Problem damit, dir aus dem Weg zu gehen. Wir müssen erstmal hier unseren dämlichen Mönch wiederbeleben lassen. So nervig es doch auch ist. Konntest du das schon tun, Rachel? Wie geht's? Wie steht's? Grüße an euch von einer ergebenen Dienerin von Lassander, Rachel der Sonnenstrahl. Welche Art Hilfe kann ich euch zukommen lassen? Verkauft ihr magische Heilung oder Spruchrollen? Der Lassander-Priester Keldath Omri könnte euch bei dieser Aufgabe helfen, guter Mann. Man findet ihn im Tempel des Morgengesangs. Mehr will ich nicht. Auf Wiedersehen. Gebt mit dem gesegneten Licht der Sonne, guter Mann. Ja, mache ich. Gute Mann geht. Es soll weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Seid willkommen. Abenteurer auf Reisen sind im Hause Lassanders immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sie für das Wohle der Reiche einsetzen. Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, können wir euch eine Reihe nekromantischer Heilungen ganz nach euren Bedürfnissen anbieten. Außer einer kleinen Spende verlangen wir keine Bezahlung. Ach, das ist ja super. Heilung. Ich glaube, Auferstehung. Kritische Wunden. Das, irgendwie ist hier scheinbar ein Fehler in der deutschen Übersetzung, weil hier Tote erwecken, hier oben kritische Wunden heilen heißt. Das ist der Preis von Auferstehung. Dieser Zauber ähnelt Tote erwecken des 5. Grades. Allerdings halt Auferstehung den wiederbelebten Charakter auch gleich vollständig, sodass er sich wieder ins Abenteuer stürzen kann. Oh, so viel Gold. Okay, wieso hat jetzt doch Angosch ihn geheilt? Muss ich nicht verstehen, oder? Sorasat. Hier, nee, du hast gar keine Lederrüstung. Da hier diese Armschienen hattest du. Den Schutzring plus 1 hat das, glaube ich, auch du. Die Mondlichtstiefel, bitteschön. Froh, dass ich dich überhaupt eigentlich mitnehme. So. Ansonsten hier dein magisches Wakizashi kannst du haben. Verletzungspfeile. Ansonsten. Das waren deine Wurfpfeile. Was konnte nochmal das Kompendium? Keine Ahnung, auf jeden Fall hattest du es dabei. Der Fluch der Ring der geringen Monstrosität, den will ich jetzt nicht Rasat geben. Ein Fluch der Hässlichkeit. Säurewurfpfeil, hier, bitte.
das Kauspielzeug, wofür auch immer ich das nochmal brauche, und deine Wurfpfeile. Zack. Pack mal dein Wakizashi wieder hin und dann einfach wieder deine Wurfpfeile. Jetzt versuch mal bitte nicht allzu häufig zu sterben. Ist das möglich? Ich hoffe doch. Na, ich will die Tür erwischen. Und es regnet weiterhin. Können wir noch erinnern, in einer der ersten Folgen, weiß ich noch, da wurde Angosch einfach mal vom Blitz getroffen. Da war ich echt vom Pech verfolgt, könnte man sagen. Mal schauen wir mal, was hier so noch um den Tempel alles herum ist. Noch ein Eingang auf jeden Fall. Hier ist nichts. Ich glaube, hier waren irgendwo... Das ist nur ein Wildhund. So. Kommt, haut sie alle um. So, Rassat. Überlebt bitte diesen Kampf. Das wäre jetzt der einzige Wunsch, den ich hätte. Doch, die geben uns Erfahrung. Ich dachte gerade erst, die geben uns gar keine Erfahrung mehr. Das wäre echt ärgerlich. Aber wir sind mehr im Kampf. Ich möchte gerne abspeichern. Danke. Bevor hier wieder jemand meint, die Fliege zu machen. Irgendwie ist das frustrierend, wenn man sieht, wie lange die noch alle brauchen, um aufzusteigen. Also Vergleich, wie schnell das in so einem Neverwinter Night 2 ging. Beziehungsweise gehen wird, weil das Spiel gab es ja vorher. Also Baldur's Gate. Da ist das hier schon mal ein bisschen traurig. Von irgendwie kann ich mich hier nie so über Level Up so richtig freuen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, die bringen kaum irgendetwas. Klar, die Lebenspunkte halb, aber ansonsten lernt man ja echt nicht viel dazu. Ach komm, Nira, ey, weil ich schon wieder sehe, in welcher Katastrophe das endet. Einmal Schlaf. Das hat nur gar nichts gebracht. So, hau ihn weg. Mal ein bisschen was wirst du ja wohl auch mal hinkriegen, Rassat. Und weg. Ach, da hinten hat sie mal einer schlafen gelegt. Den hat Dorn auch direkt weggemetzelt. Finde ich gut. Wollen wir hier noch weiter? Warum habe ich den Ort denn nicht zu Ende erkundet? Ah. Gold und Eisen her oder Tod. Verstanden? Tod, Tod, Tod. Wir wollen uns eurer Gruppe anschließen. Ach, so ein Quatsch. Wir werden uns niemals ergeben, ihr möchtet gern Plünderer. Ihr habt Mumm in den Knochen. Wir machen Mehl draus. Werdet schon sehen. Kalte Hand, angreifen. Aha. Die kalte Hand schicken wir jetzt erstmal auf die Bretter. Zack. Ansonsten, ja. Greift erstmal an. Okay, es leckt gerade ein bisschen. Wow, Nira. Oh, sehr schön. Ja. Sind jetzt kein Problem. Und wer hat da gerade total übertrieben geschrien? Ja, das ist ja hier ein Schlachtfest. Und Splatter. So, einmal hier den ganzen... Schmuck. Den haben die ja eh alles nur geklaut. Und hier das Edelsteinchen. Eigentlich solltest du es nicht Bailoff geben, sondern Imron, aber Dorn war so überrascht von Bailoffs Schönheit, weswegen er ihm direkt ein Geschenk machen wollte. Keine Ahnung. So, Shipping confirmed. Einmal Quicksaven. Und weiter geht's. So, hier unten einmal lang.
automatische Pause Feinde gesichtet. Hobgoblins. Rassat. Lauf bitte davon. Ach du Scheiße, sind das viele. Immon. Nira. Ach, generell einfach mal alle. Lauft. Lauf. Nira, lauf. Lauf, als hinge dein Leben davon ab, was es ja auch tut. Och, es hat... Geh mal da hinten hin und ärger die mal ein bisschen. Versuch die mal mit Rassat auch im Nahkampf ein bisschen zu ärgern. Was, was tatsächlich scheinbar klappt. Ja, so macht das auch Spaß. Oh, Wölfe. Angosch, Dawn, es gibt Arbeit. Gut, dass die sich irgendwie voll nicht dafür interessiert haben. So, Hauptsache, immer und haut alles weg. Oh, wo hat Dawn denn den Schaden her? Den hat er schon die ganze Zeit, oder? Einmal eine leichte Wundheilung. Sehr schön. Gucken wir mal weiter. Haben die Vampirwölfe hier schon erledigt, oder? Habe ich gerade irgendwie... Weiß ich nicht, werfe ich gerade wieder alles durcheinander. Ich meine, hier wären doch auch Vampirwölfe gewesen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall außer ein paar Gegner irgendwie nichts Wichtiges mehr hier scheinbar. Aber wir merzen natürlich jeden schwarzen Flecken aus. Sollte vielleicht auch mal nach Beregost und da verkaufen gehen. Glaubt zumindest, dass man das in Beregost gut konnte. Oder war das Nashkel? Nee, Beregost, oder? Ach, ich habe gar keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall gibt es so einiges, was wir loswerden wollen. Hier noch, da haben wir einen Bär, zwei Braunbären. Da quicksaven wir doch mal schnell. Und da ich ein gemeines Arschloch bin, hau ich die Bären um. Einfach, weil ich halt IP-geil bin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als Strafe dafür ist einfach mal Dawn schon wieder vom Blitz getroffen worden. Das ist doch... Wie kann man denn so viel Pech haben? Das ist doch nicht normal. Ja, und das mal. Jetzt sind natürlich die mittleren Wundheilungen weg. Weil Angosch die immer außerhalb des Kampfes schon benutzt. Zum Glück hat der Blitz jetzt auch den Bären getroffen. Kann ja wohl alles hier nicht wahr sein. Einmal rasten, bitte. Jetzt wird bitte aufgehört, immer die... Ich weiß halt nicht, wie man dem das ausstellen kann. Ich meine, ich habe ihm ja jetzt schon ein anderes KI-Skript hier gegeben. Anpassen. Skript. Da habe ich ihm ja schon das reine Nahkämpfer-Ding gegeben, aber er hört ja trotzdem nicht auf mit dem Zaubern. Das irritiert und nervt mich zugleich. So, einmal weiter hier runter. Wo wir auch wieder sage und schreibe nichts haben. Haben wir unten noch irgendwas? Einen Höhleneingang vielleicht? Nee. Dann halb nicht. Gehen wir da mal nach Beregost und verkaufen da jetzt endlich mal ein bisschen was. Ich weiß, die Folge ist mal wieder mega spannend. Beregost. Brauchen wir 0 Stunden hin. Das, trifft sich ja gut.
Ach, und wir sind hier doch auch direkt beim Händler. Das ist doch prima. Da ist jetzt ja kein großer Umweg. So. Ja, finde ich super. Elfenspeer der Verstrickung. Kann man die gar nicht geben. Aber eine Lederrüstung. Mal Lederrüstung plus 2. Nee, Imoron hat was Besseres. Das Kettenhemd plus 2. Den Flegel plus 1. Ja, den brauche ich nicht. Den kann ich verkaufen. Ansonsten goldene Pantalons. Ach, da war ja auch noch was. Ankeck Plattenpanzer. Brauchen wir auch nicht mehr. Hat ja scheinbar schon jeder das, was er wollte. Der merkt sich das gar nicht für mehrere Charaktere, ne? Oh Gott, ich bin so doof. So, den Ankeck Plattenpanzer. O5 plus 1. Nee, davon wollte ich jetzt nichts verkaufen. Edelsteinbeutel. Du kaufst nicht alles. Aber du kaufst immerhin paar Sachen. Ach, Himmelstropfen habe ich 2 von. Granat, nee, Sonnenstein, Wasser, Ander, Mondstein und das Ding hier. Muss ich auch noch husten hier. Wendespeer, was konnte der noch mal? Kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Bei jedem Treffer der Waffe erleidet der Träger 3 Schadenspunkte. Dafür haut das Ding aber auch ganz schön rein. Brauche ich trotzdem nicht. Bastardschwert plus 1. Ebenfalls nicht genauso wenig wie das Langschwert plus 1. Robe des Reisenden. Blitzschutzrobe. Verkaufen wir. Zios könnten wir auch verkaufen. Zack, hier, nimm. Ansonsten müssen wir irgendetwas auch einkaufen. Das ist gerade die Frage. Wurfaxt. Was braucht man eigentlich dafür? Fertigkeit Axt. Ah. Interessant. Wurfbeil. Ah, wie gesagt, interessant eigentlich. So, Komposit Langbogen, Wurfpfeile. Kannst du eine ganze Menge von gebrauchen. Nehmen wir hier mal maximal mit. Oh, das war jetzt alle, die er hat, oder was? Ah, verstehe, das ist ja doof. So, Pfeile hat er scheinbar unendlich viele. Ja, ne, komm, 10x20 reicht. Kaufen. Und ja, für dich brauche ich dann nichts. Für dich kann ich noch Kugeln mitnehmen. Oder ich könnte es, wenn es irgendwie... Ja, jetzt kann ich's. Machen wir es halb so. Ist mir auch egal. Also können wir es ebenfalls machen. So. Ja, dann mit. So. Haben wir alles. Ich höre zu. So. Bisschen das Inventar dann entrümpelt. Das ist doch auch schon mal gut. Ordentlich viel an Gold gemacht. Gott, dauernd Schaden, der ist ja wunderbar. Na gut, bei dir haben wir jetzt nicht so viel entrümpelt. Bei dir müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir die ganzen Tränke wegbekommen. Hier, Rastat, nimm doch mal ein paar Tränke. Wenn du trägst ja sonst so gut wie gar nichts schon. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Und raus mit uns. Da erkunden wir mal den Rest von Ulcaster. Feinde haben ihnen aufgelauert. Oh nein, Kreischlinge.
Wir werden alle sterben. Niva stirbt gleich wirklich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hau mal hier. Rasat lässt sich auch mal wieder auseinandernehmen. Das ist doch typisch. Das kennen wir ja. Komm, pack du doch auch mal den Kampfstab aus. Und hau drauf. Also, Rasat. Ist das dein verdammter Ernst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man so schlecht sein? Das ist echt unglaublich. Furchtbar. Und jetzt heilt er den schon wieder, ey. Krieg's Kotzen. Warum macht er das? Er soll es nicht tun. Sprecht und verschwindet. So, Gold, das können wir ja schön quick looten. Zum Glück. Wo muss ich jetzt raus? Hier, ja. Sehr schön. Ulka Asta. Sind wir hier rausgekommen? Was gar nicht mal schlecht ist. Okay, da käme man jetzt nicht weiter. Schauen wir mal, was es hier so bei der Schule drumherum gibt. Und sagen, dass ich froh bin, dass ich das als Let's Play mache, weil so habe ich irgendwie die Motivation, das auch mal wirklich durchzuspielen. Wenn ich das so spiele, fehlt mir aber immer die Motivation darin begründet, dass es hier irgendwie, es gibt zwar eine Hauptstory, aber dass hier auch sehr unpräsent irgendwie ist. Nein, Skelette, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kannst du Skelette in, schlafen legen? Geht das? Das würde mich freuen, weil du kannst nämlich nix. Lauf. Dorn, wieso zersäbelst du den nicht einfach mal? Nein, es geht nicht. Nira, hau ab. Komm, haut den doch mal um. So, und jetzt geht mal nur beide hier mal vor und greift an. Euch jucken ja die Pfeile jetzt nicht so viel. Außerdem macht Dorn immer noch sehr gut Schaden. Angosch aber auch. Furret. Sagt an, sprecht und versucht. Wer bist denn du? Furret. Wanderer, wartet einen Moment. Ich möchte mit euch reden. Ihr seid Abenteurer, stimmt doch, oder? Ja, wir sind Abenteurer, aber was geht euch das an? Das ist dann schon in Ordnung. Wisst ihr, ich bin ein Wanderer. Aufs Kämpfen bin ich nicht so erpicht. Ich nehme ganz gern mal etwas aus Ruinen oder Monsterverstecken mit, aber versuche stets möglich nicht verletzt zu werden. Ich habe jedenfalls etwas, was euch interessieren könnte. Ich besitze einen Stein. Einen Edelstein mit magischen Kräften. Ich kann ihn nicht gebrauchen und niemand war bisher bereit, den Preis zu zahlen, den ich mir vorstelle. Werdet ihr dann daran interessiert? Vielleicht solltet ihr uns sagen, was der Edelstein kann. Natürlich, es ist ein Stein des wahren Blicks. Mit ihm könnt ihr die Wahrheit in allen Dingen sehen. Möchtet ihr ihn haben, ich verkaufe ihn für 1000 Goldmünzen, nicht mehr und nicht weniger. Warum verkauft ihr ihn denn nicht für weniger als 1000 Goldmünzen? Ein solch seltenes Stück kann nicht für weniger als 1000 Goldmünzen verkaufen. Ich schätze mal, dass er uns sowas Ohr hauen will, aber da wir im Moment total viel Geld scheißen, kann man auch sagen, in Ordnung, für 1000 Goldmünzen nehmen wir ihn. Gut, gut, hier ist der Edelstein. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ja, bestimmt hat er uns voll verarscht. Ist der das? Das ist ja ein normaler Türkis. Oder wer hat den jetzt? Ja, das ist... Das ist höchstwahrscheinlich der Stein, den wir bekommen haben. Heißt, der hat uns tatsächlich komplett übers Ohr gehauen. Arschloch. Wenn Dawn den nochmal in die Finger kriegt, dann, Das wird kein
werden hier aber Nägel mit Köpfen gemacht. So. Ein Schadenspunkt da gemacht. Das ist ja unglaublich. So. Oh, Zombies. Die habe ich komplett übersehen. Ich finde, die sterben so schön. Finde es wie voll lustig aus, wenn die so langsam nach hinten kippen. So, wir können ja einmal rasten. Das hat sogar geklappt. Sehr schön. So, und dann weiter hier runter. Na, was haben wir hier? Ein paar Steine, ja. Ist jetzt nicht so interessant, Steine. Ah, oh, nicht schon wieder Kobolde. Die haben zum Glück keine Fernkampfwaffen. Das freut mich gerade sehr. So, den Edelstein lassen wir jetzt auch mal liegen. So nötig haben wir es ja im Moment nicht. Was das Geld betrifft. Von daher können wir ja auch erstmal einfach weitergehen. Huch. Vielleicht sollte ich auch noch irgendwie irgendwo hingucken, wo es auch Sinn macht. Ach, wenn nur alle so schnell laufen könnten wie Rassat, das wäre echt ein Segen. Leider geht das nicht. Dafür müsste man schon eine komplette Mönchstruppe haben. Aber, ich glaube, so viele Mönche gibt es hier nicht. Hobgoblin, genau, verdreschen wir sie. Nein, sind ja nur dämliche Hobgoblins. Ist ja nicht so, als würden die irgendwas können. Pause wollte ich gar nicht, Map wollte ich. Genau. Das ist immer lustig, wie unausgeglichen das mit den Gegnern ist. Sowohl dann immer auf einer Karte dann irgendwie so voll schwache Gegner, dann kommt auf einmal das derbste Viech des Todes. Ah, das klingt nach einem coolen Gegner, ne? Das derbste Viech des Todes. Sind wir hier südlich schon mal rausgegangen? Schätze ja nicht. Kämen wir aber auch nur zu Durlaks Turm. Von daher lohnt sich das auch gar nicht dann so hart. Hier kann man hoch. Fragezeichen. Hier kann man auch weiter hoch. Okay, irgendwie aus irgendeinem Grund ruckelt es gerade ein bisschen. Ach, scheinbar wegen der Kobold. Ja. Ich sehe Rassat schon wieder sterben, deswegen haut er jetzt einfach mal ab. Er wollte wieder alles mal nicht wahr sein. So, du verpasst ihm jetzt schon mal eine leichte Heilung. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe. Oh. Der will sich mit Dingens kloppen. Ich weiß, das ist gerade purer Selbstmord, was ich hier mache. Mit Baelor im Nahkampf. Aber Baelor heilt sogar irgendwie besser durch wie Rassat. Das ist ja schon fast traurig. Ich gebe ihm auch nochmal ein Stack Wurfpfeile. Erinnere mich jetzt wieder auch an die Wurf... Fallknappheit, so die ganzen Feuerpfeile hier mal wieder für Immerun mitgenommen. Na, da war doch noch welche. Oder auch nicht, vielleicht habe ich doch alle schon. So, die kannst du mal erstmal stacken. Der Charakter ist zu weit entfernt, da gibt sie Rassat und Rassat gibt sie Immerun. Oder Baelor. Der Charakter ist zu weit entfernt, wo ist denn Immerun? Immerun? Immerun und Mira sind irgendwie weg. Ach, da unten stehen sie. Ja, hatten sie keinen Bock auf Kämpfen. Ja, Leistungsverweigerung hier. Arbeitsverweigerung. Keine Ahnung. So, dann gibt die erstmal Baelor noch und gibt sie Immerun. Gepäck voll. Ach, weil ich 10 Millionen Pfeile gekauft habe. Stack doch einfach mal die Pfeile hier. Das ist beißender Pfeil. Warum habe ich den Kurzbogen denn behalten? Ich schmeiß weg. So, und dann
Hier mal die Pfeile rüber. Feuerpfeile plus 2, wer hätte das gedacht? Also langsam müssten die eigentlich jeder von uns identifizieren können, aber nun gut. Das reicht dann aber auch für diese Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Bis dahin, macht's gut.